Heute sind wir am Hilzinger Standort in Meißen. Wir begutachten die sogenannte Hochzeit des innovativen Fensterzargensystems. Dabei wird die Zarge mit Anbauteilen wie zum Beispiel Sonnenschutz und Fensterbank verheiratet. So entsteht daraus ein komplett Systembauteil, das wir dann anschließend auf der Baustelle montieren können. Wir verlagern ganz viel kleinteilige Montagearbeit, man sieht das ja auch, von der Baustelle in die Werkstatt. Das heißt, wir werden witterungsunabhängig. Wir haben hier viel saubere und klarere Prozesse, die uns Qualität steigern und auf der Baustelle natürlich Zeit sparen. Bei der Hochzeit geht es darum, unser fertig produziertes Fenster zu veredeln mit der Windowman-Zarge. Die Windowman-Zarge, die kommt in 4 Bauanteilen bei uns an. Das heißt unten, oben, links und rechts. Das ist natürlich die Idee von Windowman, die sie dann wirklich in all ihren Vorteilen auch abholt. Dementsprechend halte ich es im speziellen Bereich bezahlbaren Wohnbau als die Lösung. Geschwindigkeit, Ersparnisse, Prozesssicherheit. Das sind die großen Themen. Wir möchten heute auf der Baustelle herausfinden, das Fenster Komplettsystem Windowman in puncto Montagedauer und Qualität die an das System gestellten Erwartungen erfüllt. Und wir möchten natürlich schauen, ob die Montage funktioniert. Wir sind bei unseren Pilotprojekten in Golm hier. Das ist das erste Projekt, wo wir dieses System auch einsetzen. Wir werden das im Nachgang dann analysieren für uns auch, ne, welche Qualitätsvorteile hat das System für uns, welche zeitlichen Vorteile hat es dann auch konkret. Das ist aber noch viel wichtiger für unsere Kunden, wenn die Qualität des Systems als solche stimmt und natürlich noch eine Zeitersparnis zur Folge hat, profitieren unsere Bauherren davon. Das sind alles Dinge, die sehr früh angegangen werden müssen. Also man kann sich nicht Zeit lassen, jetzt machen wir mal den Rohbau oder machen wir mal das. Sondern diese Dinge müssen entschieden sein mit dem Rohbau. Denn quasi im Erdgeschoss, wir sehen es hier, ist hochgemauert. Bevor die Decke drauf ist, müssen die Fenster drin sein. Und das ist ein schlüsselfertiges Element, was in der Regel relativ viel später kommt. Und das ist hier nicht der Fall. Also werden die Prozesse nicht umgekehrt, aber müssen anders betrachtet werden. Ja, das ist eine absolute Produktinnovation für uns. Wir haben es als Studie zur Bau 2019 erstmals vorgestellt und haben seitdem einige Praxiserfahrungen sammeln können. Hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für uns und wir wollen damit dem Trend des modularen Bauens auch folgen. Ganz klar im Fokus steht der Fachkräftemangel und natürlich auch das Thema Bauzeiten. Wir wollen die Bauzeiten beschleunigen und die Bauarbeiter auf der Baustelle entlasten, indem wir viel ins Werk vorverlegen bei der Fenstermontage und dann ein fertiges Komplettmodul an die Baustelle liefern, was dann auch im aufgehenden Rohbau eingesetzt wird. Ja. Ich für mich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir das auch standardmäßig bei unseren Bauten dann auch einsetzen, vielleicht nicht bei allen, aber beim großen Teil davon. Also ich sehe da schon den Stand heute große Vorteile für uns. Nach dem Einsatz von Windowman bei unserem Pilotprojekt in Potsdam-Golm kam heraus, dass unsere Poliere, Bauleiter, Projektleiter begeistert waren von der Montagegeschwindigkeit des Systems, aber auch von dem einfachen Handling auf der Baustelle. Ein großer Vorteil war, dass wir vom Projektablauf her viel früher die Gebäudehülle dicht geschlossen hatten, insofern früher mit dem Ausbau beginnen konnten. Ein weiterer Vorteil war, dass wir eine sehr hohe Montagequalität erreicht haben aufgrund der Witterungsunabhängigkeit des Systems. Die sehr positiven Erfahrungen bei unserem Pilotprojekt führen dazu, dass wir das System Windowman bei passenden Rahmenbedingungen in Zukunft einsetzen werden.